Zu den Themen, die uns neben der Corona-Pandemie im zu Ende gehenden Jahr kontinuierlich begleiteten, gehört der nun fast ein Jahrzehnt andauernde Krieg in Syrien und die damit verbundene humanitäre Katastrophe, die die Weltgemeinschaft nicht zu beenden vermag. Das Archäologische Museum Frankfurt zeigt ab heute bis zum 11. April die Ausstellung Syrien, Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit mit Fotografien von Yvonne von Schweinitz. Die Fotos von Yvonne von Schweinitz zeugen von einer Welt noch vor dem Kulturtourismus. Sie zeigen traditionelle Architektur, noch unbefestigte, nicht asphaltierte Straßen und vor allem eine Vielfalt der Kleidung, unter denen T-Shirts noch total fehlen. Ebenso keine künstliche Beleuchtung oder Leuchtreklame. Für Archäologen, Historiker und Orientalisten besitzen diese Fotos einen besonderen dokumentarischen Wert. Der hohe Quellenwert für Archäologen liegt aber darin begründet, dass die Fotos die ursprüngliche Topografie viel besser widerspiegeln als die heutige Situation. Aber unabhängig von ihrem unschätzbaren dokumentarischen Wert handelt es sich auch um erstklassige fotografische Arbeiten, deren besondere Qualität von den beiden Kuratoren Klaus Fried und Matthias von Markert im Nachlass von Frau von Schweinitz erkannt wurde. Mein Ausstellungspartner Matthias von Markert und ich hatten die Fotografin dieser Ausstellung, Yvonne von Schweinitz, die 1921 in Danzig geboren wurde, im Jahr 2009 kennengelernt. Und erst nach ihrem Tod 2015 schauten wir uns in Berlin bei ihrem Nachlassverwalter Ludwig von Moltke die Syrienbilder an und waren von Quantität, Qualität und der Bedeutung sogleich überzeugt. Mitgebracht von ihren Reisen hat Yvonne von Schweinitz hunderte von Schwarz-Weiß-Fotografien und Diapositiven. Da sind viele der Filme vermutlich in Syrien hat entwickeln lassen, hat sie dort verwendete chemische Zusammenstellung im Laufe der Jahre doch einige negative etwas leiden lassen. Das ist hier und da aber nur auf wenigen Abzügen zu sehen. Wir haben uns dennoch entschieden, diese so zu zeigen, wie sie sind. Ich erlaube mir, Sie darauf hinzuweisen, dass wir eine Fotoedition aufgelegt haben mit 5 unterschiedlichen Motiven aus der Ausstellung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an mich. Und ich danke dir, Klaus, für die inzwischen 20 Jahre andauernde Partnerschaft und Freundschaft. Vielen Dank. Thank you.